Die Kugeln eines Kugellagers befinden sich zwischen zwei Metallrillen. Die Rille des äußeren Ringes bildet einen Winkel von 120 Grad und die des inneren Ringes einen Winkel von 100 Grad, wie in der Zeichnung links beschrieben. Man nimmt an, dass die Gipfel der Rillen sich auf derselben Vertikalen befinden und es sei erwähnt, dass die Berührungsflächen tangent zur Kugel sind. Klein a, bestimme anhand der Angaben des Plans den Durchmesser klein d der Kugel so, dass der Abstand zwischen dem äußeren Ring und dem inneren Ring genau h gleich 12 mm beträgt. Klein b, berechne den Radius groß R des inneren Ringes, wenn das Kugellager aus 12 aneinander liegenden Kugeln besteht, wie in der Zeichnung rechts. Nennen wir groß O das Zentrum der Kugel und klein r den Radius der Kugel. Um den Wert von klein r zu berechnen, werden wir ausdrücken, dass diese Distanz 1 plus der Abstand zwischen dieser Ecke und dem Zentrum O der Kugel plus der Abstand zwischen O und dieser Ecke plus 1 gleich 12 ist. Beginnen wir mit diesem Winkel 120 Grad. Da dieser Winkel 120 Grad misst, misst dieser violette Winkel die Hälfte von 120, das heißt 60 Grad. Und somit können wir behaupten, dass in diesem rechtwinkligen Dreieck OAB der Sinus von 60 Grad gleich ist zur Gegenkathete AO, der Abstand zwischen A und O, das ist genau der Radius klein r, geteilt durch die Hypotenuse Abstand zwischen O und B, also so. Und aus dieser Gleichheit können wir schließen, dass der Abstand zwischen O und B gleich ist zu 2 mal Radius klein r geteilt durch Quadratwurzel von 3, weil der Sinus von 60 Grad Wurzel 3 halbe ist. Jetzt schauen wir diesen Winkel 100 Grad. Da dieser grüne Winkel 100 Grad misst, misst dieser braune Winkel die Hälfte von 100 Grad, also 50 Grad. Und somit können wir schlussfolgern, dass in diesem rechtwinkligen Dreieck OCD der Sinus von 50 Grad gleich ist zur Gegenkathete, also Radius klein r, geteilt durch die Hypotenuse, also Abstand zwischen O und D. Also so. Und daraus schließen wir, dass der Abstand zwischen O und D gleich ist zum Radius klein r geteilt durch den Sinus von 50 Grad. Jetzt werden wir das ausdrücken, wie am Anfang erwähnt. 1 plus Abstand zwischen B und O plus Abstand zwischen O und D plus 1 gleich 12. Also so. 1 plus 1 macht 2. Die 2 setzen wir rechts rüber. So haben wir rechts 10. Wir können OB durch diesen Bruch ersetzen und OD durch diesen Bruch ersetzen. Und somit erhalten wir diese Gleichung mit unbekannter klein r. Klein r kann hier ausgeklammert werden. Und diese Klammer können wir dann rechts rübersetzen, wo sie teilen wird. Der Taschenrechner liefert jetzt den Wert von r. R ist ungefähr 4,06486 und der gesuchte Durchmesser d ist das Doppelte von diesem Radius, das heißt 8,12972 Millimeter. Jetzt müssen wir nur noch den Wert von diesem Radius groß r bestimmen. Und dazu werden wir in diesem rechtwinkligen Dreieck EFO arbeiten. Dieses Dreieck ist effektiv rechtwinklig. In diesem Dreieck können wir behaupten, dass dieser Winkel FEO folgende Öffnung hat. Es sind 360 Grad geteilt durch die 12 Kugeln, geteilt durch 2 wegen dieser Symmetrie. Somit misst dieser blaue Winkel also 15 Grad. In dem rechtwinkligen Dreieck EFO
können wir also behaupten, dass Sinus von 15 Grad gleich ist zur Gegenkathete, also klein r, geteilt durch die Hypotenuse. Und diese Hypotenuse, das ist der Abstand zwischen diesem Punkt E und diesem Punkt O. Und diesen Abstand können wir auch beschreiben durch Radius groß R, den wir suchen, plus diesen Abstand, das ist 1 durch die Angaben, plus den Abstand zwischen O und D, also so. Aus dieser Gleichung können wir schließen, dass groß R plus 1 plus Abstand zwischen O und D gleich zu klein r geteilt durch Sinus von 15 ist. Im ersten Teil dieser Aufgabe haben wir bestimmt, dass der Abstand zwischen O und D gleich ist zu klein r geteilt durch Sinus von 50 Grad. Also können wir OD ersetzen durch diesen Bruch. Ist gemacht. Im ersten Teil der Übung haben wir auch berechnet, dass klein r ungefähr 4,06486 mm beträgt. Also können wir hier klein r da und da durch diesen Wert ersetzen und somit findet der Taschenrechner als Wert von groß R ungefähr 9,39903 mm. Und somit ist diese Aufgabe beendet.